Fange wieder mit deinem Sonnenlicht-Grafik-Glitch an. Ich weiß nicht, warum das ein Ding bei mir ist. Ja, in der Aufnahme schaut es auch so aus. Da ist das Sonnenlicht wieder. Wie das mitten durchs Haus durchgeht, nur bei mir. Oh. Ja, eigen. Sicher Felix-Magie. Der alten Map. In der alten Welt. Wir gehen jetzt zu dem Gebäude, wo ich früher schon mal rein wollte, was mir Wie viele erspart Menschen habe. hier früher wohl lebten? 50. Und dann habe ich umgedreht. Habe mir gedacht, ja, wird wohl zu einer Mission noch kommen, das fette Gebäude hier. Und jetzt sind wir hier. Eine Mission. Und haben schon mal kleine Viecher zum Killen da. Da drüben. Da, keine Sorge, brauchst nicht herkommen. Jetzt haben wir, es schaut aber gut aus hier. Mehr Outlaw geblüht, das Mokon. Robotspinne. Da drüben. Ja, das ist neu, das Ding. Haha, das schaut cool aus. Sollte dodgen. Ja, das hat einen Triple Slash. Macht gescheit Schaden. Cooles Ding. Ja, eine langsame Heilung ein. Das wollen nicht. Der wird mich voll machen wahrscheinlich. Roboterspinnen haben wir in diesem Spiel. Schon Spiel des Jahres. Best Game of the Year. So cool Dropkicken in Dying Light ist. Irgendwie hat mich das Parcours-System trotzdem genervt. Überhaupt die Parcours-Herausforderungen. Und dann die Herausforderung, die Kabel zu legen in dem Spiel. Wo man durch Wasser durchschwimmt mit Elektrokabeln, die anscheinend funktionieren. Oh ja, safe. Und dann 10 Minuten bis 15 Minuten dann durchs Gebäude irrt wie ein Verrückter. Versucht Kabel zu legen. Fünf. Zwei. Hey! Geht doch. Ja, wir haben einen guten Bogen. Die Kruppbögen sind auch schon zu schwach. Schon Spezialbogen. Speichern, bevor ich sterbe. Wieder da rein muss. Will ich Effizität und Effektivität verlieren. Die hat geredet mit uns. Nein, daneben. Gute Arbeit, Frank. Oh, das hat mich auch erwischt. Oh, da oben ist eine fette Armee, wie es ausschaut. Was haben wir da aufgehoben? Trank des Magiers, Intelligenz. Bürger wieder reinhauen. Oh, das sind schon mal tote Alps. Ja, haben sich da nicht so ein gutes Versteck ausgesucht. Anscheinend. Ah, was haben wir noch Kleines da zum Essen? Apfelbohne. Macht mich voll. So, Jungs, wo geht's hier denn hin? In euren eigenen Tod, wie es ausschaut. Was machen wir gleich? Wir haben eine Kampftruppe bekommen. Für mehr Effektivität wird das jetzt ausgenutzt. Leben. Blub, 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 blub. Muss aufpassen, dass ich die Wachen nicht zerlege, da. Sehr schön, sehr schön. Sehr effektiv.
gleich ausgenutzt. Wo geht sie da jetzt hin? Ich sollte vielleicht gleich mitgehen, dass ich eine leichtere Chance habe, alles auszuschalten, was hier ist. Und dann looten tun sie es ja nicht. Obwohl das ziemlich schwach für Händler ist. Haben wir hier noch was zu bekämpfen? Haben wir, ja. Okay, Team, weiter. 3 Sterne. Steck die Waffe ein. Was, da kommt noch ein Viech. Mehrere Viecher. Da drüben. Ja. Da ist schon wieder ein von diesen. Franco nicht synchron gesagt. Best Mates. Yes. Neue Stufe. Bringt aber kein Geld, die neue Stufe. Steck die Waffe weg. Den Mutanten. Was für eine Mission. Was zufällig abgeschlossen habe. Wer knurrt da unten? Du, kleines Ding da. Wow! Er klitscht einfach mal durch den Zaun durch. Das ist in Ordnung. Natürlich genehmigt. Da ist noch so ein Ding draufgegangen. Danke. Danke, Jungs. Noch mehr. Meine Effektivität hochgetrieben. Das Wichtigste. Ah. Den Mutant. Was auch immer ich da für eine Mission fertig gemacht habe. Ich sehe die Mission. War das dann der weiterfolgende Schritt der Mission? Das Ding, das sagen wir, ich soll da rauf. Im Zug. Doch nicht. Da ist doch noch was rumgeschwoben. Da ist ein Turm. Ist das die Leiche, die einfach nur rumgeflogen ist? Sieht so aus. Das tun Leichen in diesem Spiel. Und in vielen anderen Spielen auch. Sag nicht, dass der am Turm oben ist, da. Letzte lebende Alp wahrscheinlich. Irgendwas noch hier? Ach, endlich meine Brille, dass ich effektiver looten kann. Und nicht nur planlos herumrenne. So halb vielleicht. Ja, schaut so aus. Hey. Los, ausschwärmen und einsacken. Kommt mir nicht mit einem Haufen Altmetall angeschissen. Hey, du da. Wir waren zuerst hier. Such dir deine eigene Fundgrube. An deiner Stelle wäre ich jetzt ganz vorsichtig. Blas dich mal nicht so auf. Und jetzt stell dich hinten an. Rechne aber nicht damit, dass was übrig bleibt. Hier wird nichts mehr angefasst, bis ich weiß, was los ist. Dass du ohne Hilfe atmen kannst, grenzt an ein Wunder. Wir haben die lustige Truppe so vorgefunden und putzen in die Taschen blank. Das ist los. Ist aber nicht viel dran an dem Gemüse. Der Kleriker hatte nur einen Zettel in der Tasche. Kleriker, genau. Gib ihn mir. Ich brauch den Fetzen, falls mir mal das Papier ausgeht. Aber wenn du ihn so dringend haben willst, verkaufe ich ihn dir. Er verkauft ihn mir, sagt er. Oh, du willst Shotgun spielen? Spielen wir das Shotgun-Spiel. Das bleibt nicht ungestraft. Offen. Gut. Dann der Nahkampfwaffe raus. Oder nicht.
Und er fliegt runter. Was ist das für ein Ding? Ein geglitschtes Schwert. Naja, nicht geglitscht, meine Brille hat es so gemacht. Ah. Bericht nicht lesen noch. Hagen? Warum Hagen? Habe ich Hagen gelesen? Wo ist mein Log? Hagens Befehle. Ich glaube, wieder gerade bei den Klerikern davor. Oh je. Da der Kleriker. In Alps. Dann looten wir das Zone noch ab. Das Zone wird abgelootet. Dieses Gebäude habe ich anscheinend auch übersehen. Oh, meine Händler Bros wieder. Diesmal andere Händler. Sehr effektiv. Da schauen wir jedoch rein. Bloß hier ist nichts. Ich jetzt. Echt jetzt so schön rüber geflogen darauf. Schau ich doch nie im Zug. Ja, gut, guter Mann. Oh je. Yeah. War nicht, was ich wollte. Mit dir, Checks. Was stimmt mit meinem Checkback nicht? Das ist schön, wenn man durch die Wand fliegen kann. Wirklich. Wirklich. Wird jetzt herausgefunden. Ich hänge den Taster verfehler, die ich nicht einsetze. Nein, nicht. Das gleiche. Okay. Oh, das wird es wahrscheinlich nicht mal wert sein. Noch immer keine Loot hier. So was von nicht wert. Dogs. Damit. Das ist es nicht wert. Da jetzt keine legendäre Waffe oben ist. Dank. Money. Oh je. Naja. Naja. Or. Wow. Das war's nicht wert. Nein. Überhaupt nicht. Ah. Neugierde sich nicht ausgezahlt. Was sehe ich Luft noch drin? Außerhalb. Der Eingang. Soll ich Blut übersehen? Jetzt hat er angefasst.
Muckefuck. Diesen Muckefuck gefunden. Geräten, die verkauft werden. Da ist der Code. 7, 2, 5, 6 oder 0. 7, 2, 5, 6, 0. 7, 2, 6. Geht doch. Sechser. Ich glaube, wenn wir meinen PIN-Code auch immer an die Wand direkt nehmen. Sehr effektiv. Falls ich ihn mal vergesse, dass ich ihn sofort nehmen kann. Von der Wand, nicht aus meinem Gedächtnis. Wie bist du denn hierher gekommen? Hey! Mit einer brauchbaren Waffe. Ja, das ergibt Sinn. Als wir uns vor einiger Zeit aufmachten, die Ruinen nach brauchbaren Materialien zu durchsuchen, rechneten wir nicht mit so vielen Mutanten. Wir sind von einer ganzen Horde Schleimdrakone überrannt worden. Wäre meine Partnerin Xandra nicht abgehauen und hätte die Biester hinter sich hergelockt, wäre ich jetzt tot. Seitdem komme ich nicht an der Horde vorbei und hänge hier fest. Die Schleimdrakone sind Geschichte. Sie sind tot? Das sind sehr gute Nachrichten. Ich will gar nicht wissen, wie du das angestellt hast. Hier, das ist das Mindeste, was ich dir für meine Befreiung geben kann. Das bedeutet, ich kann endlich hier weg. Ich weiß nur noch nicht genau, wohin. Wieso gehst du nicht einfach nach Hause? Ich habe bei meinem Auftrag versagt. Ich kann nicht einfach zurückgehen und so tun, als wäre nichts geschehen. Es ist auch nicht so, als wäre es das erste Mal, dass ich in einer aussichtslosen Situation stecke. Aber ich würde mich gerne nützlich machen. Wenn du also eine Idee hast, wo man einen Alp gebrauchen kann, zeige ich mich erkenntlich. Wieder zu den Klerikern? Ich wüsste einen Ort, an dem du dich nützlich machen kannst. Tatsächlich? Und der wäre? Im Süden liegt auf einem Berg eine Bastion. Dort werden immer Leute gebraucht, die mit anpacken können. Sag dort, ich hätte dich geschickt. Sie werden schon was Passendes für dich finden. Das werde ich. Das hört sich nach einem guten Plan an. Haben wir Iressa nicht zu uns geschickt? Die ist brauchbar. Wer ist Nyra? Ja, der mit Jax. Warum hast du sie zu den Klerikern geschickt und ihn zu uns? Irgendein Mädel hat anscheinend die Bestin weggelockt. Wird das Mädel auch noch irgendwo finden hier? Gehört. Vergessen, wie die Frau heißt. Anscheinend sie sicher weggelockt hat. Wir schauen uns noch ein bisschen um. Ich sehe. Sowas. Hier finden dich Lu. Hier finden dich Bu. Das hat echt Mut. Deswegen ist das One-Shot. Ich brauche die Loot, dass ich mir meine Trooper-Rüstung leisten kann. Mal schauen, was sagt die Karte, was gibt es hier noch in der Nähe. Nichts wirklich Interessantes. Das Ding ist geflogen. Ui. War keine Ratte, aber sehr willkommen. Das geflogen ist wie eine Ratte. Oh. Sollte zurückgehen. Aber ich finde das Mädel nicht. Oder? Oder ist das Karl? Der Typ, mit dem ich gerade geredet habe. Ja, das ist cool. Das schaut einfach nicht nach dem Mädel, das weggelaufen ist. Bin mir sicher, dass hier irgendwo in der Gegend ist, aber erstmal Richtung Hagen.
Die Kleriker. Superman Jax. Das läuft doch besser als in Einfern. Oh. Naja. Zu früh gesprochen. Ah, sagen wir mal hallo. Ich habe hier etwas, das dir gehört. Es wundert mich nicht, dass die Aktion aufgeflogen ist. Ihre Ausführung war, wie zu erwarten, miserabel. Aber ich will dir erklären, wie es dazu gekommen ist. Den Ausschlag für dieses Unternehmen hat der Alp-Commander gegeben, den du mir geschickt hast. Sie hat sich als wertvolle Kraft herausgestellt, auf die ich nicht mehr verzichten will. Aus diesem Grund sind die Alps für mich die Antwort auf unser Personalproblem. Im Gegensatz zu den meisten meiner Leute sind sie diszipliniert, gut ausgebildet und vielseitig einsetzbar. Also habe ich beschlossen, an unseren Grenzen nach ihnen Ausschau zu halten und sie bei uns aufzunehmen. Da klitscht wieder wer ins Gespräch. Das erklärt nicht die Toten. Du bist die ganze Bilde. Dass die Alps hier sind, ist auf ihren Wunsch passiert. Aber es ist wohl besser, wenn du es aus ihrem Mund hörst. Einer meiner Akolyten führt sie herum. Du findest sie bei der Kantine oder der Fertigungshalle. Wenn du mit ihnen gesprochen hast, komm zu mir zurück. Ich verspreche dir, deine Fragen haben sich bald erledigt. Außerdem möchte ich dir ein Angebot unterbreiten, aber dazu später mehr. Jetzt können wir dann beitreten. Ich muss dann vorher fett saven und mir das merken. Ah, ich sollte die Mission aufnehmen. Annehmen. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Der Racer wird gleich mit zu uns ins Lager genommen. Die Bastion. Verpflegung oder wie auch immer das bei euch heißt, bekommt ihr in der Kantine. Die ist gleich hier. Zu eurem späteren Einsatzort kommen wir gleich. Soweit Fragen? Wer ist für die Elex-Versorgung zuständig? Hat euch das keiner mitgeteilt? Wir nutzen es ausschließlich für die Maschinen. Der Konsum ist strikt untersagt. Keine Sorge, ihr gewöhnt euch schon noch dran. Sonst noch was? Nein. Dann führe ich euch zur Fertigungshalle. Dort könnt ihr gleich loslegen. Jax? Du hier? Azog hat sich also nicht täuschen lassen. Schlecht. Was tut ihr hier? Warst du schon bei Judikator Hagen? Ich möchte keinen Fehler machen. Sprich erstmal mit ihm. Schon getan. Dann lass mich die Lage erklären. Dass wir übergelaufen sind, hast du sicher mittlerweile erkannt. Ich erwarte nicht, dass du unseren Verrat gutheißt, aber ich will dir unsere Gründe darlegen. Angesichts deiner Vergangenheit hoffe ich sogar, dass du sie in Teilen nachvollziehen kannst. Hätte davor schon speichern sollen. Mist. Ihr folgt mir zurück ins Depot. Keine Diskussion. Ausgeschlossen. Außerdem unterstehen wir jetzt dem Befehl der Kleriker. Ich war so naiv zu glauben, du würdest mich wenigstens anhören. Und jetzt lass uns allein. In mir kommt ein Gefühl auf, das ich bis dato nicht kannte. Enttäuschung. Exzellent. Warum gefällt dir das? Ich tue jetzt noch mal neu speichern hier. 30. Wohin rennst du, Mädel? Keine Zeit für eine Konversation. Ich will zurückschießen. Tief, natürlich. Tief zurückschießen. Ich nehme an, du hast mit den Alps gesprochen? Habe ich, aber du wolltest mir ein Angebot machen. Du zeigst genau die Entschlossenheit, die ich brauche. Pass auf, ein einziger Trupp Alps macht noch keine Kompanie. Wenn es mir nicht gelingt, die Mannstärke in Zukunft zu erhöhen, können wir uns die Wachmannschaften sparen, dann war's das nämlich. Der letzte Einsatz hat aber vor allem eins bewiesen. Der Ertrag hält sich in Grenzen, wenn während der Durchführung die Soldaten wegsterben. Ich brauche jemanden, der weiß, was er tut. Ich brauche dich. Langsam. Ich bin der Direktive der Alps verpflichtet.
Und? Hindert dich das an irgendwas? Wie ich dich einschätze, folgst du doch sowieso nur einer Person. Dir selbst. Und wenn ich mich recht erinnere, warst du derjenige, der gefragt hat, wie er uns unterstützen kann. Folgendes ist zu tun. Das Standardprozedere der Alps führt dazu, dass bald ein weiterer Trupp die alte Mannschaft ersetzen wird. Und wie sich gezeigt hat, muss ihnen nur jemand ein paar stichhaltige Argumente liefern, damit sie ins Überlegen kommen. Tut das jemand aus ihren Reihen, steigert das die Erfolgsrate. Natürlich ist mir klar, dass das ein gewisses Risiko für dich bedeutet. Aber es ist doch nicht so, dass ich dir nichts anzubieten habe. Wenn du dafür sorgst, dass der zweite Trupp ebenfalls den Weg hierher findet, ernenne ich dich zum Regenten. Ehrenhalber, versteht sich. Ich soll also das Risiko tragen. Wenn du es richtig anstellst, erfährt niemand etwas. Es kann aber sein, dass du deine Ambition, einer ihrer Commander zu werden, begraben musst. Dein Angebot überzeugt mich nicht. Du bist die einzige Option, die ich habe. Ich kann mir diese Chance nicht entgehen lassen, egal wie quer du dich stellst. Brich, sobald es geht, zu den Koordinaten auf, die ich auf deinen Adjutor übertragen habe. Wenn unsere Berechnungen stimmen, ist diese Gegend das Ziel der Einheit. Spür den Trupp auf, beweg ihn zum Übertritt und sorg dafür, dass er den Weg hierher findet. Verstanden? Dann Ausführung. Fulminant. Hier ist mein Plan. Ich werde zuerst die Alp-Mission, mich hochspielen, fertig machen, Alp-Commander werden, schauen, ob sie mir dann noch was zum Tun geben. Dann werde ich neu laden und alles als Kleriker nochmal machen, den Kleriker-Missionen-Verlauf halt. Da es ja so ziemlich ineinander läuft. Ja, aber jetzt muss ich mal schauen, was ich da erst weitermachen muss. Also das wird dann der neue Speicherpunkt für die Kleriker-Kampagne wird es dann hier. Da wird Kleriker weitergespielt und dann werden die Hauptmissionen weitergespielt. Oh. Ja. Okay, ich mache einfach jetzt weiter. Oder ich sage ihm nein, kann ich das machen. Speichere noch besser mal den Punkt wieder weg. Was? 30, sehr gut, sehr gut. Dann das Kleriker Playthrough. Hast du dir das gut überlegt? Wenn das Depot Wind davon bekommt, war's das mit der Burg. Wohl kaum. Gerade du solltest das nachvollziehen können. Die Alps sind so von Effizienz besessen, dass es jedweder Logik widerspricht, dass sie eine Machtdemonstration folgen lassen. Was macht dich da so sicher? Welchen Sinn hat es, wegen ein paar Abtrünnigen einen Vergeltungsangriff zu unternehmen? Im Grunde ist es eine ganz einfache Rechnung. Ihrer Direktive nach handelt es sich bei den Überläufern um totes Material. Ein Angriff würde Kräfte und Material binden, was angesichts der neuen Bedrohung woanders gebraucht wird. Du kannst also beruhigt sein. Oh. Ante. Logik hier. Racer was dazu zu sagen hat. Das war nicht effektiv. Auch nicht effizient. Ah, doch effizient war es. Wenn ich ein bisschen weiter gekommen bin. Racer, Esser. Du bist in Ordnung. Okay. Ja, hat sie nicht. Dann Zeit, mir ein Bett zu suchen. Geht das Fliegen toll? Das haben sie gut gemacht. Auch wenn ich sehr spät drauf komme. Wie genau man es effektiv benutzt. Naja, wir starten, wo wir... Ja. Ne, wir sind wieder am Start der Folge. Jetzt, wenn ich ein spezieller Scheiße. Troll wäre, würde ich hier wieder aufhören. Nee. Wir machen das. Wir machen die Mission hier. Auf meiner Lieblingsstelle. Was wir uns denn geholt haben. Wer ist das? Ein Berserker? Kann nicht looten. Interessant.
Da war mal Lava drin. Was? Gegner? Ah, gut an. Ah. Ja, genau das. Genau das wollte ich sehen jetzt. Nein, tust du nicht. Da habe ich schon alles erledigt. Loot hier. Was haben wir hier drin? Kleines Biestlager. Das wird mich Crony dann dahin führen. Aufbau her. Gut. Bürger rein. Mein Kopf. Crony schon herführen. Oh, diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ja. Hey Mann. Ah, nicht vergraben. Schon. Was mit dir? Wow, was war das für ein Dive? Ah, deswegen habe ich Angst vor euch gehabt. Einfach krasse Viecher-Sets. Ah, ich habe wieder Effektivitätspunkte verloren. Dann gehen wir halt wieder zurück drauf. Da oben sind sie natürlich. Spielen wohl Löwen der Könige. Oh je. Yeah. König der Löwen natürlich. Wohl gebildet sollten. Das ist noch Schwachsinn. Da drüben. Bemerkenswerte Landschaft. Ach, ich dachte, du meinst bemerkenswerte Kampfkünste von mir. Die haben die Ratten getötet. Gute Leute. Gute Leute. Hey. Anvisieren und abdrücken. Spart euch ein Verhör. Die Menschen wissen nichts, was für uns von Interesse ist. Anmerkungen? Wenn nicht, Ausrüstung überprüfen und zum Aufbruch bereit machen. Du machst es dir zu leicht. Wie bitte? Eine Kooperation ist effektiver. Vergiss nicht, wer hier das Kommando hat. Illoyalität wird nicht toleriert. Solche Aktionen vergrößern unsere Front. Du machst uns Feinde, wo keine sind. Das war wohl nichts. Ich schaffe Tatsachen. Die Gegend ist gesäubert. Nur das zählt. Wir sind beide Scouts. Überlassen wir die Entscheidung einem Trooper. Ganz wie du willst. Auch wenn das Ergebnis gleich bleiben wird. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Okay. Bin jetzt wieder am Berg. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Was? Ich war doch schon direkt durch. Was wollt ihr? Ja, ich glaube, ihr könnt ab jetzt überspringen hier den Teil. Das war wohl nichts. Ja. Hast du mitbekommen, worum es geht? Wenn ja, wirst du mir sicher beipflichten.
Gib mir einen Lagebericht. Ich habe das Kommando über diese Einheit und entschieden, alle Störfaktoren zu beseitigen, die unseren Weg kreuzen. Den Fehler unserer Vorgänger werde ich nicht wiederholen. Konfrontationen werden im Keim erstickt. Ein Widerspruch an meiner Entscheidung ist unbegründet. Die Direktive sagt ganz klar, dass Effektivität unser Handeln bestimmen muss. Sollen wir die Menschen also eliminieren oder nicht? Eliminieren. Wer nicht mehr atmet, macht auch keine Probleme. Exakt die Antwort, die ich erwartet habe. Deshalb werde ich alle subversiven Kräfte bei meiner Rückkehr im Depot melden. Aber bevor wir dorthin zurückkehren, verrate mir, was dich zu uns geführt hat. Ich will euch warnen. Die Kleriker versuchen, unsere Leute abzuwerben. Sie müssen sehr verzweifelt sein, wenn sie solche Maßnahmen ergreifen. Gut, dass ich Kenntnis davon erhalten habe. Ich werde ein wachsames Auge auf meine Truppe haben. Jetzt müssen wir aber zurück. Man sieht sich im Depot. Herhören, wir rücken ab. Lockere Formation bilden und Flanken sichern. Ausführung. Locker. Wo sind wir stehen geblieben? So viel Fläche. Genug Raum für alle Lebewesen. Theoretisch ja, praktisch nein. Dann sollten wir die Theorie zur Praxis machen. Ich glaube kaum, dass wir zwei dafür ausreichen. Fantastisch. Nein, nicht wirklich. Wir werden, oder ich werde, diese Kiste in der Pause von dieser Episode hacken, lockpicken, wie ein wahres Genie, heimlich, wo keiner zuschaut. Tschüss.